bin Justin, 14 Jahre alt und hinter mir seht ihr das Jugendhaus Fritz. Am besten finde ich, dass ich hier meine Freunde treffen kann. Wir können hier kickern, Tischtennis spielen, trainieren im Trainingsraum. Man kann hier sich bequem machen auf der Couch, man kann dabei Musik hören, Getränke holen. Also ich persönlich bin gerne hier, da ich mit meinen Freunden hier einfach relaxen kann, ein bisschen unterhalten. Und man ist einfach nicht alleine und wenn man zu Hause sich langweilt, kann man ja einfach mal vorbeikommen. Ich bin Jonas, ich bin 17 Jahre alt und hinter mir seht ihr eins der vier Falkenzentren in Essen, nämlich das Dattlings. Wir haben zweimal die Woche eine offene Tür hier. Wir machen Konzerte, wir haben Sommerfeste, wir machen Jam-Sessions, bei denen du einfach vorbeikommen kannst. Für mich ist besonders wichtig, dass ich unter toleranten Menschen bin und das habe ich hier erfahren. Hi, ich bin Hannes, ich bin 24. Und ich bin der Dominik, ich bin 23. Und wir treffen uns jeden Donnerstag hier im Café Nova zur OT, der offenen Tür. Da kann jeder kommen, irgendwie mal aus diesem Alltagsbild rauskommen und in eine neue Location reinkommen. Ihr seht hier hinten im Hintergrund einen Proberaum, hier können nämlich Bands proben. Ja, also wir haben hier Bands aus England, aus Frankreich, aus Australien, Nordamerika, Südamerika. Und die Konzerte sind echt fett. Ich bin Hannah, 17 Jahre alt und besuche regelmäßig den Jugendtreff im Forum. Wir sind eine Jugendeinrichtung und wir haben verschiedene Angebote. Also wir haben Jugendtreffs, wo jeder hinkommen kann, auch an verschiedenen Tagen. Und dazu haben wir noch Kindergruppen, wo wir halt ehrenamtlich arbeiten. Und ja, es kann eigentlich jeder kommen. Ich finde das Forum besonders gut, weil ich habe hier auch neue Leute kennengelernt und Freundschaften geknüpft, die jetzt inzwischen auch ein wirklich wichtiger Teil meines Lebens sind. Wir freuen uns auf neue Leute. Kommt einfach vorbei und schaut es euch selbst an. Ich bin Malte und bin 14 Jahre alt und ich besuche die Naturschutzjugend in Borbeck. Also ich bin hier zu NAJU hingekommen, weil ich sehr naturverbunden bin und mir die Leute hier auch sehr sympathisch sind. Wenn man hier hinkommt, das ist freiwillig, was man hier macht. Man kann auch unten in den Garten gehen, dort gibt es eine Werkstatt, da kann man mit Werkzeugen arbeiten, Holz bearbeiten und so. Dann haben wir halt noch hier den Wald, praktisch, dass der sofort gegenüber von uns ist. Und in unserem Garten haben wir dann auch noch einen Teich. Da sind die Kinder immer sehr gern dran, weil da Molche, Kröten, alles Mögliche drin ist und das sehr interessant für die ist. Ich bin jetzt schon seit 3 Jahren bei der NAJU und es macht super Spaß. Und vielleicht ist ja auch was für euch. Kommt einfach mal vorbei. Ich bin Luca, bin 16 Jahre alt und gehe in das Jugendhaus Coffee Corner in Essen-Borbeck. Also ich interessiere mich vor allem für Veranstaltungstechnik. Hier habe ich auch meine Leute, mit denen ich das voll gut machen kann, weil hier sind halt auch regelmäßig Veranstaltungen. Ich finde besonders, dass ich hier mit allen möglichen Leuten reden kann, mit vielen Leuten hier abchillen kann, auch mal nichts tun. Ja, für mich ist es halt mein zweites Zuhause, weil hier habe ich halt so meine Leute. Was mir besonders wichtig ist, ist Bodenständigkeit im Leben, Offenheit, halt, dass mir Leute alles Mögliche erzählen können, was sie möchten. Und Spontanität auch. Ja.